Francesco Friedrich auf dem Weg nach Sotschi. Der Traum von Olympia wird unterstützt von der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna, Oertel Gerüstbau und den Edelstahlwerken Schmees. Starke Partner für ein starkes Ziel. Francesco Friedrich lässt die Muskeln spielen. Kraftraum ist angesagt, denn im Sommer werden die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison gelegt. Also im Moment, ich denke, ich bin so bei ungefähr, ich sag mal im Schnitt bei 8 Trainingseinheiten die Woche. Die setzen sich zusammen aus Krafttraining, aus Lauftraining, aus Sprungtraining, aus Schubtraining, aus speziellen statischen Übungen und alles, was so dazugehört. Trainiert wird, wo Francesco Friedrich gerade ist. Unter der Woche absolviert der 23-Jährige seine Ausbildung zum Polizeimeister. Im bayerischen Bad Endorf tauscht er Trainingskluft gegen die Uniform der Bundespolizei. Denn sein Arbeitgeber ist auch der größte Sponsor. Das ist eigentlich eine ganz normale Ausbildung für den mittleren Dienst der Bundespolizei. Also ich werde ein Polizeimeister, wenn ich fertig bin. Ich bin jetzt 4 Monate, also die ersten 3 Jahre geht das über 4 Monate im Sommer unten in Bad Endorf. Ich bin halt jeden Tag in der Schule, lerne die ganz normalen Polizeisachen, diese Straftaten und was es da nicht alles gibt. Und man spielt das alles auch so ein bisschen praktisch ab und sitzt aber trotzdem, ist es noch nie so, wie man es sich vorstellt, ist halt relativ viel Theorie. So richtig in Bewegung kommt Francesco Friedrich hier im Trainingslager. In Kienbaum Anfang Mai trainierte der Ausnahmeathlet zum ersten Mal mit seinem Team. Neu mit dabei ist Martin Grothkopp. Der Dresdner Leichtathlet will sich als Anschieber bewerben. Die ersten Ergebnisse sind nicht schlecht. Die Leichtathleten haben eigentlich immer gute Voraussetzungen, aber es ist nicht immer ganz so einfach, wie die sich das vorstellen. Die kommen manchmal, stellen sich vor, die kommen her, die sind zwar schnell auf der Bahn, stellen sich aber an den Schlitten ran und hauen uns dann weg, aber so ist es eigentlich gar nicht. Die sind in ihrem freien Laufen vielleicht gleich schnell oder in gewissen Abschnitten ein bisschen schneller. Aber sobald wir den Gewichtsschlitten hinten dran hängen haben oder den Bobschub davor, haben die eigentlich schon wieder keine Chance mehr. Und deswegen ist er halt einer, der hat irgendwie das Potenzial, der bringt seine Schnelligkeit einfach an den Schlitten. Kraft, Schnelligkeit, explosive Startphasen. Francesco Friedrich ist am Start der schnellste Bobpilot der Welt. Im kommenden Winter möchte er einen festen Startplatz im Weltcup-Zirkus. Auch als Weltmeister muss man sich erst einmal beweisen. Denn für Bundestrainer Langen heißt es auch diesmal, aus 4 Teams mache 3. Im Athletischen weiß ich ja auch, könnte ich trainieren, was ich wollte, da wäre ich wahrscheinlich so schnell wie die anderen 3, die in Frage kommen würden oder trotzdem schneller. Aber trotzdem gebe ich natürlich alles, um vielleicht sogar besser noch wie die meisten Bremser zu sein, so wie es jetzt eigentlich die letzten Jahre war, gebe ich immer Vollgas. Und ansonsten das Vergleich vom Fahrerischen, das kann man ja jetzt ganz schlecht machen. Das sieht man dann wirklich erst im Oktober, wenn wir auf die Bahn gehen. Es geht dieses Jahr sogar am 30. September schon los. Wirklich da muss man sich nach und nach reintasten. Da haben wir 2 Wochen knapp Zeit bis zum ersten Rennen und für das Rennen müssen wir uns topfit vorbereiten, müssen wir die Bahn uns wieder so langsam in unseren Kopf und in unsere Gedanken bringen und müssen zusehen, dass wir dort die bestmöglichste Linie hinbringen. Bis Ende Juli pendelt Francesco Friedrich. So lange dauert die Ausbildung bei der Bundespolizei. Danach gilt die volle Konzentration dem Sport. Die erste richtungsweisende Selektion auf Eis ist Ende September geplant.